Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Man kann Paul Naschy sicherlich so einiges vorwerfen, dass er sich zwischen seinen Filmprojekten zu viel Zeit gelassen hat, allerdings definitiv nicht. Während Naschy zwar nur 15 Mal im Zuge seiner gesamten über 50 Jahre andauernden Karriere hinter der Kamera als Regisseur tätig war, hat er als Schauspieler satte 85 in der OFDB dokumentierte Projekte begleitet und von diesen 85 waren satte 33. Allein in den 70er Jahren. Das ist natürlich ein guter Schnitt, wo man sich dann auch nicht wundern darf, dass vielleicht die deutschen Filmstudios nicht ganz mit dem Synchronisieren und Veröffentlichen nachgekommen sind, weil damals, im Gegensatz zum heutigen, wir laden den Scheiß einfach auf Netflix hoch. Anders als bei der Mentalität, hat's ja damals noch wirklich was gekostet, Filme zu synchronisieren, ins Kino zu bringen, beziehungsweise analoge VHS-Bänder herzustellen. Das ist natürlich auch der Grund, warum selbst bei einem bekannten und in Fankreisen auch wirklich beliebten Darsteller wie Paul Naschy bis heute einige Filme einfach weder synchronisiert noch veröffentlicht wurden. Und zum Glück gibt's aber ein paar Labels, die sich selbst im neuen Jahrtausend bemühen, diesen Missstand bei zumindest einer Handvoll Filmen zu ändern. So hat Shock Entertainment vor ein paar Monaten satte 4 Filme das erste Mal mit einer neuen Synchronisation als Blu-ray Mediabooks veröffentlicht und auch Subkultur hat ja vor einiger Zeit ein großartiges Projekt gestaltet, die Paul Naschy Legacy of a Wolfman Collection. Und falls sich jetzt irgendjemand denkt, hey, warte mal, Zocki, da fehlt ja was. Ah, wirklich, Captain Obvious? Sag mal, was weiß ich noch nicht, was? Ganz im Ernst, falls irgendjemand von euch zufällig ein paar der hier jetzt nicht in meiner Box enthaltenen Titel aus der Reihe herumliegen hat und sich denken würde, ja, ich würde sie gerne günstig abgeben, dann würde ich mich über eine Nachricht an playzocker@gmail.com freuen, wenn ich weiß, dass diese Lücke hier füllen wahrscheinlich ein sündhaft teures Projekt ist. Ja? Ich habe gerade mal den ersten Titel, den ich aus wirklich überraschend positiven Gründen gerade vor wenigen Wochen erst bekommen habe, inklusive eben der Box bei Amazon, aber ansonsten habe ich hier halt nur die letzten Teile. Und im Dezember 2021 ist übrigens mit dem Titel The Devil's Possessed, der Marschall des Todes, ich weiß nicht, ob der auch mit Marschallgeschwindigkeit fliegen kann. Entschuldigung, der letzte, der 10. und allerletzte Titel erschienen. Das heißt, für diejenigen, die Glück haben, ist diese Kiste jetzt dann voll. Für mich, naja, also ich habe jetzt nicht so viel Glück. Aber ich habe mir gedacht, ich kann trotzdem diese Kiste da mal ins Bild holen, damit wir uns ein paar Geschichten anschauen können. Einerseits habe ich ja damals bei meinem Unboxing von der Box und dem ersten Teil angemerkt, dass es ja absolut genial ist, wie hier dieses Außendesign der Box auf diesen Spine übergeht. Und nachdem wir ja jetzt die letzten 4 Titel hier nebeneinander haben, sehen wir einerseits, wie sich der Spine hier sehr schön entwickelt. Ich finde diese alten Buchrücken-Überraschungen von den lustigen Taschenbüchern immer noch genial. Und finde es eigentlich cool, dass neben Subkultur, mit Subkultur und Schock eben beide Paul Naschy-Editionen so umgesetzt wurden mit so einer Überraschung und können natürlich dann auch hier weiter auf die Box schauen und sehen, dass eben auch hier dieser Kreis sich schließt, auch wenn man echt sagen muss, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ah nein, ist eh nichts passiert, das war nur die Tatsache, dass ich die Box in der Hand gehalten habe, was sie eben ein bisschen verzogen hat. Also nein, das passt hier schon zusammen. Auch hier haben wir eben wieder sehr schön den Übergang auf die Box und haben hier eigentlich ein wirklich wundervolles, durchgehendes Design, das eben sowohl auf der quasi Box-Titelseite als auch auf den beiden Seitenseiten und dann letztendlich auf der Schuber-Seite ein absolut großartiges Bild ergibt. Und das ist etwas, da freue ich mich natürlich wahnsinnig, vor allem, dass das Ganze jetzt dann auch komplettiert ist, weil immerhin ist The Man Who Saw Frankenstein Cry bereits im Jahr 2014 erschienen, ist jetzt übrigens lustigerweise nicht nur der erste Titel dann der Subkulturreihe, sondern tatsächlich auch der letzte Titel der Schockreihe und erscheint eben nach
den vier Filmen mehr oder weniger als Abschluss von dieser fünfteiligen Reihe die Doku, aber dieses Mal zum ersten Mal dann auch in deutscher Synchro. Mein Exemplar ist da übrigens schon auf dem Weg zu mir. Das sollte ich euch dann in Bälde hier vorstellen können. Aber wechseln wir jetzt wieder zurück zu dem Film The Devil's Possessed. Eine Regiearbeit von Leon Klimowski, jemand, der ja auch, glaube ich, 20 Filme im Monat dreht hat mit Paul Naschy. Und wir bekommen hier das original spanische Kinoplakatmotiv zu dem Film als Frontcover-Artwork von dem Schuber, wie gewohnt eben in diesem Rahmen, der auch die anderen Titel aus der Reihe umgibt. Schön finde ich an der Stelle, dass auch wenn der Titelschriftzug jetzt nicht 1:1 100% identisch ist mit dem, was wir auf dem Original-Kinoplakat gesehen haben, es ist in derselben Farbe und es ist eigentlich recht angenehm im selben Stil gehalten. Und eigentlich wäre unterhalb von dem Titel dann so ein Technicolor-Schriftzug gewesen. Da hat man hier manchmal ein bisschen eindeutig zu erkennen, einfach einen schwarzen Edding genommen und hat dann den deutschen Titel drunter geklatscht, was ich jetzt allerdings gar nicht mal so schlimm finde. Wir haben in dem Fall auch wieder so ein Hybrid-Cover, wo wir grundsätzlich Paul Naschy eben hier schön gezeichnet haben, in der Mitte von diesem Motiv und dann so quasi eigentlich durchtrennt, ein bisschen durch die Pfeile, beziehungsweise durch einige so Zeitungsabrisseffekte, ein paar Fotos aus dem Film und ein paar andere Elemente eben, die hier finde ich sehr, sehr schön kombiniert wurden. Wie gesagt, das alte Original-Kinoplakat, das wir hier sehen, weil ein deutsches Kinoplakat gibt's ja for obvious reasons nicht. Wir schauen dann eben einmal hier auf das Backcover. Das ist auch bei dem Titel wieder im Querformat gehalten. Wir bekommen die Inhaltsangabe, die Infos rund ums Bonusmaterial. Interessant ist es, dass es neben dem Widescreen-Transfer exklusiv auf der Blu-ray auch noch eine Open-Matte-Version gibt. Paul Naschys Sohn spricht ein Vorwort und ein paar weitere kleinere Specials gibt's auch noch. Schauen wir dann einmal auf die Disc selber und da finden wir zugegebenermaßen, man merkt schon, dass hier ein etwas älteres, nicht mehr ganz so frisches Ausgangsmaterial verwendet wurde für diesen Scan, aber wir haben auch hier, okay, das, diesen Ausschnitt finde ich fast schon lustig. Warum zum Teufel ist der Ninja Turtle von dem Sadness-Virus befallen und hat Spaß daran, jemanden mit einem Kochlöffel zu verprügeln? Und warum schaut sie so aus, als wäre dieses Ding vorher woanders gewesen? Das ist echt wirklich lustig. Und über alles das wacht dann noch einmal Kurt Russell als Paul Naschy, Fragezeichen. Ein wirklich geniales alternatives Plakatmotiv, das wir dann hier sehen. Außerdem haben wir dann da noch den Film als 2-Disc-Edition, eben auf der einen Seite die DVD, auf der anderen Seite die Blu-ray. Auf beiden Discs haben wir da dasselbe Motiv drauf. Aber es gibt jetzt dann natürlich hier noch ein Booklet, das tatsächlich mit 24 Seiten sogar recht umfangreich ausgefallen ist, finde ich sehr schön gestaltet, auch wenn vielleicht es etwas passender gewesen wäre, dann da noch einmal den tatsächlich den Titel von diesem Film auf das Booklet-Cover zu schreiben, aber das ist halt das quasi gewohnte Look. Ich meine, gut, für diejenigen, die das durcheinander bringen und dann nicht mehr wissen, welches Booklet in welche Verpackung gehört, für die, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht sonderlich viel Mitleid. Aber trotzdem hätte man den Titel vielleicht trotzdem draußen irgendwo hinschreiben können. David Renske hat in dem Fall wieder das Booklet beigesteuert, also den Booklet-Text. Subkultur hat das Ganze, finde ich, sehr schön gestaltet. Ich mag diesen bläulichen Hintergrund natürlich im selben Look wie auch eben andere Elemente von dieser Box. Sehr schön auch mit derselben Marmorierung, außerdem mit diesem altertümlichen Titelfont, der jetzt dann eben hier die Überschriften zeigt. Außerdem dann noch mit Sergio und Bruno Molina ein Interview in der zweiten Hälfte von dem Booklet, das sicherlich ebenfalls interessant ist. Da mag ich die Art und Weise, wie das Ganze hier präsentiert wird mit den unterschiedlichen Farben, die Fragen und die Antworten sehr schön voneinander abgrenzen, die es auch sehr deutlich erkennbar machen, wer was gesagt hat. Und außerdem gibt es hier dann noch ein alternatives Plakatmotiv zu dem Film, das mir persönlich ebenfalls gefällt. Ein sehr, sehr schönes Booklet, eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung und grundsätzlich muss man echt sagen, eine sehr, sehr schöne Box,
die jetzt zwar per se komplett ist, also für diejenigen, die seit 2014 dabei sind und satte 7 Jahre, das darf man ja auch nicht unterschätzen, gewartet haben, bis sie die Box komplettiert haben. Bei mir wird es jetzt wahrscheinlich noch weitere 70 dauern, bis ich das irgendwann einmal vollständig habe. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwelche freundlichen Seelen hier auf YouTube, die mir helfen wollen. Aber dieser Release ist schon mal auf jeden Fall eine coole Sache.